Herzlich willkommen zum neuen Video vom Grauberg. Heute habe ich jemand für mich Besonderen eingeladen. Es ist nicht nur ein Freund, sondern auch ein Wettbewerber und einer meiner LED-Pflanzenlampen-Lieferanten. Fangen wir aber erstmal an mit Hi Max. Hi Marcel. Hi Thomas. Hallo ihr Wahnsinnigen. Okay, steigen wir direkt ein ins Video. Thomas, du hast ein paar Überraschungen mitgebracht. Ich habe ja schon angekündigt, du bist Produzent von LED-Pflanzenlampen. Das bist du schon, ich glaube, seit 2019? Seit 2019 lassen wir produzieren. Also wir haben selber nicht die Maschinen, aber wir haben die Ideen, wir haben die Kunden. Und die Sachen sind einfach geiler als alles andere, was es so auf dem Markt gibt. Ja, und ihr habt jetzt eine Kooperation mit Cree Science. Die Boards sehen, ich nehme das schon mal vorweg, wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr gut aus. Ich freue mich auf die Produkte, die du mitgebracht hast und die wir euch in dem Video hier vorstellen. Wir zeigen euch nicht nur verschiedene Pflanzenlampen, sondern wir zeigen die euch auch im Betrieb auf verschiedenen Flächen. Kein Thema. Ich zeige euch alles, ich erkläre euch alles. Danach seid ihr schlauer. Dann treffen wir uns gleich bei den Leuchten. Dann, wir stehen. Thomas hat uns ein bisschen was mitgebracht, nämlich fünf Modelle. Verschiedene Modelle. Ein sechstes wird es noch geben. Ein Auslaufmodell, was ich euch auch noch zeigen werde, ist dabei. Mhm. Also bis zu 7 Modelle gibt es zurzeit. Und du wolltest die jetzt aufbauen? Soll ich dir da noch irgendwas helfen? Nee, ich zeige euch jetzt, welche Zeltgrößen, welche Modelle zusammenpassen. Mhm. Fangen wir an mit dem kleinen Zelt. Genau. Hier haben wir eine Homebox 60x60. Da ist das Flux Shield 300 besonders gut mit 100 Watt. Die 300 steht für Mikromol pro Stunde, also das, was an Licht rauskommt. Das Flux Shield 300 gibt es in einer Version mit dem Vollspektrum, ist für Wachstum und Blüte gut geeignet. Welche Lichtfarbe hat das? Wissen wir nicht. Doch, wow, mit dem Spektrum auf dem Treiber. Nicht schlecht. Sehr schön. Das ist lackiert hier auf der Seite, richtig? Genau, alle Boards haben eine Schutzlackbeschichtung für eine längere Lebensdauer gegen Korrosion. Der Lack wurde entwickelt in Deutschland, wurde in Deutschland aufgetragen. Und kennt ihr eine andere LED mit Acrylschutzlack? Nee, ich kenne gar keine LED mit Acrylschutzlack. Und da kommen mir direkt Fragen in den Kopf. Gibt es da einen Langzeittest, was Vergilbungen und Verfärbungen und der Stabilität von dem Lack angeht? Der Lack wurde entwickelt vor 3 bis 4 Jahren in Deutschland. Die ältesten unserer Boards sind jetzt 3 Jahre in Betrieb und bisher sind mir keine Ausfälle, Verfärbungen, Verformungen bekannt. Andere haben am Anfang gelästert, der Lack dehnt sich ja dann anders aus als die LEDs und das Board. Ich habe noch nie irgendwelche Risse, Defekte, irgendwas gesehen dadurch. Ich behaupte auch einfach mal, dass wenn dir da nicht sicher gewesen wärst, hättest du es eingelassen. Ich würde gerne noch mal eine Großaufnahme machen. Sieht man den Lack? Nee, den kann man nicht sehen. Der ist so dünn. Der muss auch so dünn sein, damit es sich halt nicht thermisch verformt. Also wenn du es nicht erzählen würdest, hättest du quasi eine LED-Platine, so wie wir sie früher auch genutzt hat, mit Lack. Und der Kunde wird es geil merken. Stellt sich trotzdem ins Feuer, weil es halt gut ist. Ja. Das ist das alte Modell, das hatten wir jetzt irgendwie im Zelt noch liegen. Das ist das Habibi 75 Watt. Genau, das 75 Watt Board war noch ein Bausatz. Die neuen sind alle fertig verkabelt mit 2,50 Meter langem Stromkabel in einer soliden Ausführung. Das alte Auslaufmodell 75 Watt, wie gesagt, hat noch keine Schutzlackbeschichtung, das ist schon älter und muss auch noch von Hand zusammengebaut werden, indem man einfach hier die Stecker, die Kabel reinsteckt und die Sachen draufschraubt. Genau. Wirklich ein geiles Board, ich habe das zusammengebaut. Ich stehe auch drauf, dass da 2,50 Meter Kabel dran sind. Endlich ein Hersteller, der ein langes Kabel an den Start bringt. Wie du siehst, habe ich das auch immer probiert. Und das ist für meine Verhältnisse sogar noch relativ kurz. Das hat eine Lichtfarbe von 5000K. Ja, das sind Minwellennetzteile hier. Was hast du hier mitgebracht? Auch hier sind immer Minwellennetzteile dran. Sieht man gar nicht. Weil sieht man nicht, ist überklebt mit Spektrum und den technischen Daten. Minwell ist ja ein Zeichen für Qualität und dann lass das weg auf dem Treiber. Wir brauchen ja auch den Platz, um die Daten drauf zu kleben. Na, so ähnlich wie der Lack, also besser als man vermutet. Wenn ich den Treiber so gesehen habe, habe ich gedacht, naja, wahrscheinlich irgendein guter China-Treiber, dem ist nicht so. Es ist ein Minwell-China-Treiber, Weltklasse. Ich glaube sogar aus Taiwan. So, Elia, schreib unten in die Kommentare, woher die Treiber kommen.
Ich räume ja immer auf. Ich sehe auch einen Dimmer. Die sehen jetzt anders aus, oder wie? Genau. Das Gehäuse wurde im 3D-Drucker auch in Deutschland gedruckt. Einmal ist ein stufenloser 0-100% Drehregler dran. Wenn man ihn, ich weiß nicht, auf welche Seite dreht, kann man hier von extern mit 0-10 Volt oder mit 0-100 Kilo oben das Ganze auch mit einem externen Controller steuern. Oh, wir haben einen Kunden, der wird das lieben. Der baut sich seine Steuerung selber. Ich sage, Typ, bist du Elektriker? Sagt er, nö, es gibt doch Schaltpläne im Internet. Aber der wird das geil finden. Das heißt, auf gut Deutsch, ich kann 20 von den Boards mit einem zentralen 0-10 Volt Dimmer steuern. Genau. Wir müssen nochmal probieren, wie das dann mit dem Grow Control zum Beispiel klappt oder mit dem Fridge Grow Controller. Das schreiben wir, sobald wir es rausgefunden haben, alles in die Artikelbeschreibung. Ja, kommst vorbei, machen wir ein Video. So, ich häng's mal auf. Die Boards werden mit 4 Löchern am Rand aufgehängt. Bisschen aufpassen, damit man die LEDs nicht erwischt beim Einhaken. Das wäre schade. Soll ich dir irgendwas halten, das Board so? Jo, dann wenn dir das hilft. Kann ich schneller einhaken und vor allem sicherer einhaken. Außer ich lasse es jetzt los. Es war noch nie gehört, dass einer eine LED abgerissen hat dabei. So, ein bisschen, ja. Ja. Ich zeige euch derweil noch ein kleines Geheimnis. Das sind jetzt, ist jetzt ein 2-Pack Pro-Hänger. Da werden die Pro-Hänger oben über die Stange gelegt. Und so ist auch der Lieferumfang, Thomas, richtig? Es ist ein Pack Pro-Hänger mit dabei. Genau, in den kleinen ist ein Paket Pro-Hänger mit 2 Hängern mit dabei. In den großen sind sogar 2 mit dabei. Also so insgesamt 4. Dann sieht es aus wie in dem Zelt hier. Da hast du also 4 Pro-Hänger und kommst dementsprechend auch mit der Leuchte komplett runter. Das ist nicht immer notwendig. Wir haben es euch schon in ein paar Videos gesagt, jetzt habt ihr es einfach nochmal gehört. Wir hätten sogar Strom, wenn das gewünscht ist. Ja, mach ruhig mal an. So, dann haben wir hier also bis zu 100 Watt in einem 60x60 Zelt. Das ist eine Fläche von 0,36 Quadratmeter. Sind wir also bei ungefähr 300 Watt pro Quadratmeter. Das ist jetzt nicht die kräftigste Beleuchtung, aber für den Anfänger ideal. Ungefähr 300 Watt pro Quadratmeter. Genau, das ist ja auch das, was wir am Grober grundsätzlich immer irgendwie empfehlen. Ist jetzt nicht so, dass man da das absolute Maximum mit rausholt, aber ist halt so eine sehr, sehr gute, was heißt Preis-Leistung, so eine sehr gute Effizienz. 300 Watt pro Quadratmeter. Kommt man eigentlich immer irgendwo im Bereich zwischen 800 bis 1000 Mikromol pro Quadratmeter. Das ist eigentlich super. Ja, du wirst damit ein gutes Gramm-Watt-Verhältnis haben. Genau. Einfach, weil du nicht mit so viel Watt draufleuchtest. Und aus meiner Sicht ist das eine gute Leuchte auch für einen Anfänger, aus einem ganz einfachen Grund, weil für einen Profi oder für einen erfahrenen Gärtner ist das eine Veggie-Leuchte. Da kannst du Mütter halten, da machst du deine Vegetation. Und wenn dann der Zeitpunkt kommt, wo du 3 Wochen in Urlaub fährst und nicht graust, kannst du damit deine Mutterpflanzen zum Beispiel auch zum Blühen bringen. Ne? Oder? Zumindest am Leben halten. Am Leben halten. Ja. Kommen wir zum nächsten Modell. Kurz, weil für die Veggie-Phase auf die Größe ist natürlich das Habibi Flux Shield 150 auch prima geeignet. Mit 50 Watt. Also 150 heißt wieder Mikromol pro Quadratmeter. Genau, es gibt das 140er, das ist leider gerade ausverkauft. Mhm. Wegen diverser YouTube-Videos, die zu gut gewirkt haben. Okay. Auch hier ist das Netzteil draufgeschraubt. Mit einem 3D-Drucker wurde hier so ein kleines Podestchen gedruckt, wo der Dimmer drauf sitzt. Auch dies ist von extern zu steuern. Hat auch wieder die Lüftungsschlitze, damit unter der Lampe keine Stauwärme entsteht. Die Schutzlacklackierung, die Acrylschutzlacklackierung und die 4 Punkte zum Aufhängen. Mhm. Man kann es für 1 bis 2 Pflanzen auch für die Blüte verwenden. In einem 60er Zelt wäre es für reine Blüte wahrscheinlich ein bisschen klein. Aber genau. Für Wachstum im 60x60 super geil. Ja, klingt eigentlich ganz gut. Gut, alles klar, verstanden. Ja, haben wir keinen Platz für, muss weg. Gut, legen wir mal hier ins Licht. Genau. Da kann es noch ein bisschen wachsen. Ja, wo willst du jetzt hin? Dann ist die Frage, was ist besser als ein Flux-Shield 300? 2 davon. 2 Flux Shield 300. Genau. Zusammen als Wingman 600. Ideal für eine Fläche von 1,20 x 60 cm. Hier hat das Ganze dann 220 Watt.
ist montiert auf einem Alurahmen, auch wieder dimmbar. In dem Fall ist jetzt kein Anschluss für einen 0 bis 10 Volt Steuercontroller. Man kann sich natürlich die beiden Kabel rausholen und an den Controller anschließen, statt den Dimmer zu benutzen. Auch hier wieder 0 bis 10 Volt oder 0 bis 100 Kiloohm, so wie dieser Potentiometer. Das bedeutet, das ist einfach zweimal das Board, im Prinzip das Board. Genau. Haargenau. Haargenau, zweimal. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil ja, 21 mal 60 sind zweimal 60 mal 60. Ja, da das Gewicht ein bisschen höher ist, sind hier am Rahmen 4 Ösenschrauben zum Aufhängen. Mhm. Also schöner fürs Video wäre, wenn man dieses Dreckskabel nach hinten macht und oben aus dem Zelt rausführt. Liebe Zuschauer, wir schenken uns das jetzt aus Zeitgründen, aber euch wäre es selbstverständlich so, dass das hier oben rausgeht. Strom immer oben. Warum Strom immer oben, Thomas? Weil unten das Wasser ist. Und die Erde und der Dreck. Ist das hell. Genau, sieht auch irgendwie genauso aus wie das da drüben. Also auch wieder die gleiche Lichtfarbe jetzt gerade hier. Genau, identische Boards. Identische Boards, alles klar. Einfach nur zwei an einem Treiber statt eins. Veggie und Blüte, Deep Red habe ich gesehen, ist Fahrrad mit drin? Fernrot ist in den Boards nicht drin, deswegen auch Universalspektrum für Wachstum und Blüte geeignet. Rot für die Effizienz. Zwei verschiedene Weißtöne, damit der Blaupeak nicht an einem Punkt ist, sondern sich an zwei Punkten verteilt, was eine bessere Qualität im Endprodukt tatsächlich ergibt. Sieht man das oft? Also du meinst jetzt, wenn ich mir so ein Spektrum angucke, dann hat man ja immer so einen Ausschlag im Rot, das ist das Deep Red hier, ne? Und ich habe einen Ausschlag im Blau und der ist bei euch, sieht man aber hier zwei Hubbel. Das ist das, was du gemeint hast, genau. Richtig? Und wenn du die Kamera drauf hältst, mit dem Auge sieht man es nicht so gut, aber in der Kamera wird man sehr gut sehen, dass da einige weiße Leuchtdioden wirklich blau schimmern. Ja. Das sind die ganzen neuen Samsung Evo Mint, die ihren Blaupeak nicht bei 460 Nanometer haben, sondern bei 430. Mhm. Und der Blaupeak ist dann eine Mischung aus 430 und 460 Nanometer. Der von CreeScience, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der hat sich mal bei mir gemeldet. Da ging es um die Effizienz von einem LM301H1. Und im Instagram-Post von mir, wo das beendet war, habe ich gedacht, der hat aber was auf dem Kasten. Ne? Das ist der, mit dem du jetzt zusammenarbeitest. Ja. Also da machen sich Menschen Gedanken drum. Da könnt ihr auch mal bei CreeScience direkt im Blog gucken. Ich glaube, da gibt es immer mal wieder interessante Informationen. Noch ein paar Cent von mir. Das sind ja ganz normale Alu-Profile. Da habt ihr bei uns im Sunlight Flex Video, Max, haben wir genau die verwendet, um Scheiße, Filmen und Reden fällt mir immer schwer. Das sind genau die Profile, die man da auch verwendet. Genau, das sind die Rahmen. Thomas, du hattest früher auch Kunden, die da Dachlatten genommen haben. War am Anfang meine Empfehlung, ist auch cool. Ja, so wie wir heute noch sagen, kauft ihr eine Schale und Paletten, anstatt dass sie irgendwie Tausende Euro für Tische ausgibst. Natürlich. Wir sind halt schlechte Händler und greifen uns immer wieder selber in die Tasche, aber ich glaube, das gehört irgendwie so ein bisschen zum Unternehmenskonzept. Die Leuchte finde ich sehr gelungen und sehr, sehr schön. Wir haben jetzt hier eine Fläche von 1,20 Meter mal 60, das heißt hier an Ecken fehlt einiges an Ausleuchtung, dadurch, dass die LED aber 120 Grad abstrahlen, das werden wir gleich in der Paarmessung noch feststellen, und eine Pflanze Zucker überträgt, ist das vollkommen in Ordnung von der Ausleuchtung her. Das passt schon. Wir hätten es natürlich auch ein bisschen länger machen können, aber so ist auch schön. Okay, ich muss immer ein bisschen auf die Lichtverhältnisse achten. Hier kommt so viel Licht raus, dass ich sage immer, das ist ein Lowlight-Monster, unsere Kamera, aber für so viel Licht. Ja, dimmen wir mal auf ein Minimum. Genau. Jetzt kann ich auch wieder was sehen. Kostenpunkt. Thomas, wenn man es jetzt mit handelsüblichen Leuchten vergleicht, nee, das brauchen wir gar nicht. Sag einfach mal, was es kostet. Wir haben heute, müssen wir das Datum dazu sagen, 24. Februar. Preise sinken, Preise steigen. Was kostet denn heute? Den ersten Tag nach der neuen Gesetzgebung. Ah ja. So, das 100 Watt Modell liegt bei 169 Euro. Das 220 Watt Modell bei 369. Ohne dass ich das jetzt nachgeschaut habe. Die 75 Watt Variante als Bausatz kostet ungedimmt zurzeit im Angebot 99 Euro, gedimmt 119. Das Habibi Board 150 kostet 99 Euro. Jetzt kommt die gute Nachricht. Das haben wir euch alles
in der Videobeschreibung verlinkt, beziehungsweise da findet ihr einen Link zur Grauberg Startseite. Wir haben uns zur Angewohnheit gemacht, dass immer das aktuellste Video auch auf der Startseite zu finden ist und da gibt es einen Produktstream. Da habt ihr dann immer tagesaktuelle Preise. Genau. Richtig, Max? Wahrscheinlich. Wenn ihr im Hintergrund jemanden habt randalieren hören, dann war das der Max, der am diesem schwarzen Zelt hängen geblieben ist. Zu dem schwarzen Zelt noch ein paar Worte. Wir zeigen mal, was es ist. Es ist eine Homebox Evolution. Die kannst du also heute nicht mehr kaufen. Wir haben es genommen, weil es weiße Wände hat. Das ist aus unserem Privatbestand. Das ist unten noch offen. Und der Teil, Thomas, hier, der ist, das ist ein Klettverschluss. Das kann wirklich ein Doofer aufbauen. Ich habe diese Zelte geliebt. Frei nach Henry Ford, der hat auch gesagt, bei uns ist egal, die Autofarbe kannst du jede Farbe haben, solange es schwarz ist. Irgendwann wurden die Zelte beige, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Aber das ist so ein bisschen Nostalgie, was jetzt endlich seit Jahren mal wieder beleuchtet wird. Da freue ich mich schon drauf. Thomas, das ist ein 80er Zelt, du hast die richtige Leuchte dabei. Ich habe sogar zwei Leuchten für ein 80er Zelt. Nein! Ja, einmal das Bloomstar Fluxshield Babo 400C. Mit 160 Watt. Das ist für eine Fläche von, also auf ein 60x60 könnte man es auch mit einer sehr extremen Lichtausbeute hängen. Eher für 70x70 bis 80x80. Oder, zeig doch mal die Leuchte, Max. Ja. Für 80x80 bis 90x90 der Wingman 600L. Können wir kurz das Licht oben mal ausschalten? An der Mehrfachsteckdose einfach den Schalter. Ich habe so ein extremes Gegenlicht. Thomas. In einem 60er-Zelt hast du natürlich alles komplett abgedeckt mit dem Ding, ne? Ja, am besten mit CO2, dann klappt es sehr gut. Sonst nur für erfahrene Benutzer, weil es ist einfach zu viel Licht oder halt gedimmt. Mhm. Der Max hat noch was Schönes in der Hand. Eine Alternative für 80x80 bis zum Quadratmeter, richtig? 220 Watt für einen Quadratmeter ist ein bisschen lütt. Für Wachstum super, für Blüte 80x80 bis 90x90. Was hängen wir jetzt auf? Wir hängen mal das Fluxshield Babo 400C auf. Auch hier wieder Schutzlackbeschichtung aus Acryl, Lüftungsschlitze gegen die Stauwärme. Bei der Aufhängung ist es bei dem ein bisschen anders. Da sind die Punkte nicht an der Ecke, damit die Dioden wirklich maximal an den Rand gerückt werden können. Hier hängt man es mit diesen beiden Schlitzen auf. Mit dem? Ja, mit dem Loch und dem Schlitz. Zeige ich euch, wie es geht. Komm mal ran. Kabel runter, gut, alles klar. So, den Karabiner nehmen und von außen durch den Schlitz, dann durch das Loch. Dein Arm ist vor der Kamera und man kann sich denken, ja. Mit links geht's. Genau. Gleich geht's besser. So, hier nochmal den Karabiner nehmen, aufdrücken, von außen durch den Schlitz. Und dann durch das Loch. Denn andersrum wird es sehr schwer. Das ist gut, dass du es gezeigt hast, weil da wird es Fragen zu geben. Dann können wir jetzt einfach einen Videolink weiterschicken. Genau. Minute 18:59 plus Intro. So. 19:34 plus Intro. So, und jetzt zeige ich euch das Besondere am Babo Board. Das hat nämlich zwei Spektren zum Umschalten. Hier ist ein kleiner Schalter. Es hat einmal das Wachstumsspektrum, da sind schon rote Leuchtdioden mit drin. Und zusätzlich gibt es für die Blüte weitere rote und fernrote Leuchtdioden, die man dazu schalten kann. Max, ja, bitte. Wenn wir jetzt einen Anruf kriegen, dass bei dem Board, es sind ja Fernrot-LEDs mit drin, nicht alle LEDs richtig leuchten, dann sagen wir was? Weil es nicht hieß, weil wir das... Du kannst diese Fernrote mit den Augen nicht wahrnehmen. Das bedeutet also, man kriegt es einfach nicht mit, wenn man reinguckt. Also es ist außerhalb vom Paarspektrum. Genau. Fürs menschliche Auge kaum wahrnehmbar. Man sieht die glimmen. Mhm. Man sollte sie aber nicht glimmen sehen, weil hier willst du nicht reingucken. Thomas, Sonnenbrille, Kappe, würdest du empfehlen bei der Lichtstärke? Sonnenbrille ist immer gut. Mhm. Die Lichtintensität ist kräftig. Kräftig zugelegt im Vergleich zum letzten Mal. Immer so, ja. Ich finde es total schön, dass man Fernrot separat schalten kann. Ihr spart da auch einiges am Kühlkörper natürlich. Das ist die reine Platine. Die Lüftungsschlitze ist, damit die Wärme nach oben entweichen kann. Warme Luft nach oben oder nach unten? Nach oben. Ist immer so, hast eine Altbauwohnung, da ist oben unter der Decke warm und unten, da wo du dich aufhältst, ist es halt kalt. Ihr braucht keine Kühlkörper, weil?
Die LEDs sind mit Power-LEDs, die sind so weit voneinander entfernt, dass das Aluminium darüber die bis zu 100 Grad heißen Chips gut kühlen kann. Und durch die Lüftungsschlitze staut es sich nicht, sondern wird direkt nach oben abgegeben. Die Platine bleibt immer handwarm im Bereich von 50 Grad. Was vollkommen in Ordnung ist, wenn man das runterkühlen will, gibt es einen einfachen Trick, nämlich Kamera zu warm. Jetzt die Kamera gerade ausgestiegen, wo wir über Temperaturen geredet haben. Immer so, ja. Wegen Überhitzung. Das war also passend. Es gibt noch einen Trick, wie man das Board mit einfachsten Mitteln runterkühlen kann. Wer von euch beiden will einen Trick erzählen? Thomas gesagt hat, er will das machen. Darf Thomas das machen? Ja. Nein, man kann einen 5-Watt-Clip-Ventilator von oben auf das Board oder von unten auf das Board richten. Diese 5 Watt kühlen das Board so weit runter, dass man die 5 Watt in Lichtintensität wieder rausholt und gleichzeitig die Lebensdauer noch ein bisschen erhöht. Ist immer eine Empfehlung. Ich kenne Kunden, die sich einen PC-Lüfter, Max ist so ein PC-Gaming, ich bastel mir meinen Computer zusammen, Freak. Max, könnte man da auch PC-Lüfter direkt auf der Platine montieren? Wenn du das elektronische Know-how dazu hast, würde das technisch gesehen definitiv gehen. Dann kann man da natürlich auch PC-Lüfter drauf zimmern. Würdest du das empfehlen, Thomas? Ja, wir haben da extra so Schlitze gemacht für die PC-Lüftermontage. Ich wollte gar nicht erzählen, was wir die nächste halbe Stunde machen, ist aber auch scheißegal. Hier ist Max. Immer so, ja. Damit findest du dann deinen Weg, wenn du das willst. Ne? Zwei Punkte findest du auf jeden Fall, wo du den Lüfter drauf setzen kannst. Wenn du jemand bist, lieber Zuschauer, der das genauso löst, schreibt es doch mal in die Kommentare. Da haben wir auch Bock auf Bilder. Also wenn ihr eure Bloomstar-Boards in irgendeiner Form getuned habt, dann könnt ihr uns da gerne Bilder zuschicken. Hier gibt es jemanden, der euch garantiert, dass das immer die gleichen LED-Chips sind und dass das immer die entsprechend identischen Treiber sind. Wenn es nicht so ist, dann wird der Kunde darüber informiert. Wer ist denn das? Was? Du musst nur ich sagen. Ich. In dem steht das beste verfügbare Binding der Chips. Sehr gut. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Wir treffen uns gerade nochmal zu dritt auf der Couch. So, Thomas, vielen lieben Dank, dass du heute deine neuen Leuchten vorgestellt hast. Ich danke euch für die Möglichkeit, hier gewesen zu sein, um die Leuchten vorgestellt haben zu können. Max, das sind aber nicht die einzigen Videos, die wir mit Thomas gedreht haben, sondern wir haben da noch ein bisschen was im Koffer für euch. Ja, ich habe ein bisschen Arbeit gewonnen. Wir haben noch ein Video gedreht mit Persönlichkeiten und Gestalten aus der Grobranche, wie Marcel und Thomas zusammen ihr Leben lebten. Also Gestalten heißt in dem Fall Freunde. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mich gefreut. Bis bald am Grauberg mit unserem nächsten Video. Liken, teilen, abonnieren, Glocke. Und ihr kennt das Programm. Kommentare. Ja, volles Programm und eure eigenen Erfahrungen mit Pflanzenlampen, Verbesserungen. Zum Beispiel PC-Lüfter auf so einer Platine montieren. Jagt uns in die Kommentare, sind wir euch dankbar für. Bis bald, ciao. Tschüss.